Nachrichtenflusses am Mittwoch, den 24. Juni. Dünn, aber werden wir doch einen genaueren Blick mit dem Wirtschaftskalender. Ich bin Jessica Walker. Um 6 Uhr erscheint der Schweizer UBS-Konsumindikator für Mai. Der Index ging im April zurück und kehrte nach 2 Monaten das Wachstum um. Das deutsche IFO-Geschäftsklima für Juni folgt um 8 Uhr. Der Index glitt im Mai aus dem 10-Monats-Hoch vom Vormonat um 0,1 Punkte ab. Britische Hypothekengenehmigungen für Mai stehen um 8:30 zur Verfügung. Die Zahl stieg im April mehr als erwartet. Und um 12.30 Uhr erscheint das genau beachtete endgültige US-BIP für das erste Quartal. Die vorläufige Schätzung deutet auf einen vierteljährlichen Rückgang um 0,7% hin, aber die endgültige Version wird voraussichtlich eine Verbesserung im Hinblick auf den höheren Verbrauch zeigen. Auf Wiedersehen.